Jo Leute, Sepp am Start. Mit was? Mit dem versprochenen Q&A. Also ich habe es in dem Video schon angekündigt, ich habe es auf Facebook schon gepostet. Ihr konntet jederzeit dann unter diesem Post kommentieren mit euren Fragen, die ihr an mich so habt. Ihr konntet mich fragen, was ihr wolltet, ihr konntet abstimmen. Und so konnte ich sehen, eben welche Fragen den die meisten Leute eben interessiert. Deswegen lasst uns keine Zeit verlieren, direkt ins Q&A reinhoppen. Mein Trainingsplan. Sorry Don, aber das ist keine Q&A-Frage. Also dazu kommt auf jeden Fall noch ein separates Trainingsvideo, weil mein Trainingsplan steht noch nicht zu 100%. Aber wenn mein Trainingsplan steht, sage ich mal zu 90%, dann bringe ich auch auf jeden Fall Trainingsvideos mit entsprechender Erklärung, warum ich das alles so mache, wie du das auch gewünscht hast und wie sich es auch 39 andere Leute gewünscht haben. 39 Likes hat dieser Post bekommen. Deswegen, dazu kommt auf jeden Fall in der Zukunft ein separates Video, Trainingsvideos etc. werden eh komplett viel folgen noch. Auf jeden Fall, jetzt momentan halt für ein Q&A ist die Frage einfach zu abschweifend. Deswegen werde ich wahrscheinlich dann die 10 Minuten durchquatschen, mindestens über meinen Trainingsplan. Deswegen werde ich einfach die Frage überspringen und zur nächsten direkt hopsen. Matthias Herr schreibt, Makronährstoffverteilung und wie viel Prozent circa sauber? Also sauber. Also ich persönlich, ich würde euch sagen, Jungs, ganz ehrlich, sauber, unsauber, vergesst das alles. Also sauber und unsauber ist ein Begriff, der einfach keinen Sinn macht. Man kann einfach sagen, unsauber, würde ich jetzt sagen, sind Sachen, die eben hohe Kaloriendichte haben und sonst wenig Benefit, also wenig Micros, wenig Vitamine, wenig Eiweiß vielleicht auch noch, und das ist dann unsauber. Und sauber sind dann halt, ist halt genau das Gegenteil. Allgemein finde ich diese Unterteilung total schwachsinnig, weil das macht die anderen Lebensmittel ja nicht schlechter. Weil wenn ihr euren Bedarf eben an den Micros etc. abgedeckt habt, dann könnt ihr ruhig auf diese Dirty-Essen-Nahrungsmittel zurückgreifen. Das ist gar kein Problem, ihr werdet dadurch keinen Nachteil haben. Andersrum werden die anderen Leute, die dann 100% clean essen, keinen Vorteil davon haben. Wie viel Prozent ich davon jetzt esse, clean oder nicht clean, das hängt halt eben davon ab, wo ich mich halt befinde. Also wenn ich jetzt nur noch 1600 Kalorien essen würde, jeden Tag, beispielsweise in der harten Diät jetzt, dann würde ich wahrscheinlich 100% clean essen, weil ich muss ja mit diesen 1600 über den Tag kommen, mein Hunger muss ja gestillt werden. Aber in der Aufbauphase, wo ich, weiß ich, vielleicht 3, 5 oder sonstiges was esse, da kann halt sein, dass ich viel mehr Sachen mit einer hohen Kaloriendichte esse, weil diese meisten Sachen einfach auch viel leckerer sind, da muss man eigentlich ehrlich sein. Deswegen hängt das immer von der Phase ab, in der ich mich befinde. Allgemein kannst du auch sagen, wenn du jetzt ein Leistungssportler bist, Leistungsschwimmer, der 8 Stunden am Tag trainiert, sage ich mal, und einen Kalorienverbrauch von 8000 Kalorien hat, wie soll er denn jeden Tag 8000 Kalorien clean essen? Unmöglich. Unabhängig davon, dass die Verdauung dann ja ziemlich in Mitleidenschaft gezogen werden würde, diese hohe Mengen an Ballaststoffen sorgen noch dafür, dass du weniger Vitamine und weniger Mineralstoffe absorbierst, also schlechter. Deswegen, sagen wir es mal so, an Tagen, wo ich mehr Bock auf so Nüsse, Reis etc. habe, so Lebensmittel, die zwar eine hohe Kaloriendichte haben, aber dennoch als clean gelten, obwohl sie wenig Vitamine etc. haben, werde ich wahrscheinlich weniger Sachen reinfitten können, die eine hohe Energiedichte haben, als wenn ich einen Cheat Day habe. Wenn ich einen Cheat Day habe, also einen Cheat Day im Sinne von, ich treffe trotzdem meine Makros, also eigentlich gar kein Cheat Day, aber für die meisten Leute wäre es dann ein Cheat Day, dann kann es halt sein, dass ich fast 70% meines Energieumsatzes eben nur über Sachen reinbekomme, die man vielleicht nicht als so ganz clean bezeichnet. Und allgemein Makronährstoffverteilung finde ich auch komplett sinnfrei, weil überlegt euch mal, wenn ihr eine Person nehmt, die 100 Kilo trockene Masse auf die Bühne bringt beispielsweise und dann sagt man, hey, die soll 30% Eiweiß essen, diese Person. Jetzt nimmt man die gleiche Person und addiert einfach 100 Kilogramm Fett dazu. Dann kommt man ja bei 30% auf den doppelten Wert. Aber diese Person braucht ja nicht doppelt so viel Eiweiß, sondern wenn überhaupt genauso viel. Deswegen halte ich von Prozenten und so Verteilungen gar nichts. Das könnt ihr vergessen, ist Müll. Ich mache mehr so Guidelines. Ich sage zum Beispiel im Aufbau mindestens 1,5 Gramm pro Kilogramm Eiweiß und man ist eigentlich auf der sicheren Seite. In der Diät ein bisschen mehr und sonstiges. Also so mit dem Lean Body Mass ein bisschen rumspielen und da so Koeffizienten eben finden. Ich persönlich mache so, generell tracke ich meistens nur Kalorien und Eiweiß. Das sind die Hauptsachen, die ich tracke.
Der Rest ergibt sich ja. Fett und Kohlenhydrate ergeben sich dann aus den restlichen Kalorien, die ich für den Tag übrig habe, wenn ich Eiweiß abgedeckt habe. Ich würde generell jedem empfehlen, so viel Carbs wie möglich zu essen und so wenig Fett wie möglich, aber nicht zu wenig Fett wie möglich. Das heißt, dass man die gesunden Fette reinbekommt, dass man genug Fett für die Hormonproduktion reinbekommt und dann halt den Rest alles mit Carbs auffüllen. Aber ich habe auch Tage, wo ich relativ fettreich esse, dafür weniger Carbs. Und dieses High Carb, Low Carb, bla bla bla, macht nur einen wirklich großen Unterschied, wenn man extrem hohe Kalorienplusse fährt, Plüsse, Überschüsse fährt. Wenn man jetzt einen Überschuss von 1000 Kalorien fährt, dann wäre es schon klug, den wirklich hauptsächlich kohlenhydratlastig zu gestalten. Weil Fett in Körperfett, also Nahrungsfett in Körperfett, ist fast eine 1:1 Umwandlung. Also man könnte theoretisch euch ein Stück Fett vom Oberschenkel abschneiden und sagen, hey, du hast letzte Woche Meckes gegessen. Ungefähr so. Und bei der Umwandlung von Kohlenhydrate in Fett, Neolipogenesis, glaube ich heißt es, ist relativ begrenzt, ist nicht unmöglich. Ist nicht unlimitiert. Das heißt, du kannst nicht 2 Kilo Fett oder sonstiges innerhalb von einem Tag nur durch Kohlenhydrate zunehmen. Das ist nicht möglich, aber wenn du Nahrungsfett ein Kilo, sag ich mal, reinpumpst über 24 Stunden im Plus, dann kann es auch gut mal sein, dass du ein Kilo Fett zulegst. Das ist absolut möglich. Ich hoffe, ich habe deine Frage richtig und detailreich zu deiner Zufriedenheit beantworten können. Nächste Frage. Was ist der optimale Plan für Fortgeschrittene bezüglich Frequenz und Volumen? Das ist so krass individuell, das kann man gar nicht sagen. Generell würde ich sagen, das gilt aber auch für Anfänger, trainiere jeden Muskel 2 bis 3 Mal die Woche und mach so viel Volumen wie nur möglich, dass 2 bis 3 Einheiten möglich sind. Also soll heißen, eigentlich müsste man sagen, je mehr Volumen, desto mehr Wachstumsreiz. Das heißt, wenn du einen Satz Bankdrücken machst, hast du weniger Wachstumsreiz, als wenn du 2 machst. Und wenn du 2 machst, weniger als 3, etc. Das heißt, wenn du 1000 Sätze Bankdrücken machst, hast du mehr Wachstumsreize, als wenn du einen machst. Natürlich ist der Effekt immer abschwächend. Das heißt, der erste Satz bringt noch am meisten, der zweite vielleicht noch ein bisschen mehr, der dritte dann weniger, aber es bringt immer mehr. Mehr bringt auf jeden Fall mehr. Mehr Arbeit wird mehr Hypertrophie erzeugen. Nur das Problem ist dann, wenn du dann so ein hohes Volumen fährst, dass die Frequenz darunter leidet, ist das effektive Volumen dann wieder niedriger. Das heißt, allgemein lässt sich sagen, 2 bis 3 Mal die Woche einen Muskel trainieren und dabei so ein hohes Volumen fahren, wie du eben nur möglich regenerieren kannst, anders ausgedrückt. Das wäre, glaube ich, aber ein Tipp für jeden. Das ist egal, ob du fortgeschritten bist, der beste Athlet der Welt oder gerade mit dem Training anfängst. Diese Regeln gelten eigentlich für alle. Nächste Frage. Deine Meinung zum Stoffen. Also ich bin ein Naturalathlet, das hat auch mehrere Gründe. Die kann ich einmal kurz aufzählen, so aus dem Stegreif würde mir einfallen. Ich habe erstmal nicht das Verlangen, so auszusehen wie die IFBB-Athleten. Also das ist ja Geschmackssache. Ich persönlich mag eher diesen ästhetischeren Look. Diesen mit der schmalen Taille, breite Schultern, das ist so eher meins, dieses Oldschool-Bodybuilding. Mit dem neuen Bodybuilding, ja, kann ich mich nicht so ganz identifizieren. Und deswegen finde ich es auch für ein gewisses Maß an Körperentwicklung gar nicht nötig zu stoffen. Das zweite ist, es gibt ja keine Unterscheidung zwischen einem harten Stoffer und einem leichten Stoffer, sage ich mal. Jemand, der auf die Mr. Olympia Bühne will, der muss ja viel mehr stoffen als jemand, der, was weiß ich, im McFit Studio einfach nur gut aussehen will oder sonstiges. Und da das Maß zu finden für mich, weil ich ja ein Mensch bin, der sich gerne mit anderen vergleicht, so ein Konkurrenzmensch, kennt doch jeder. Wer ist der Schnellste auf dem Fahrrad, auf dem Bollerwagen, so als Kind schon, immer schon so ein Konkurrenzmensch gewesen? Das sind, glaube ich, die meisten Jungs eigentlich. Auch beim Zocken, bei allem eben. Und da würde ich kein Maß finden, weil sobald du stoffst, bist du eben Stoffer. Und da unterscheidet keiner mehr zwischen, der nimmt nur 1 Gramm Testo und der nimmt 20 Gramm Testo die Woche. Deswegen, dieses Maß zu finden dann für einen persönlich, wie viel man dann nimmt, das ist auch, finde ich, für jemanden, der sich mit den Besten dann messen will irgendwann, einfach unmöglich. Da muss man eben so viel fahren, wie eben nur möglich ist. Ne? Und das dritte ist natürlich gesundheitlich. Ja, also ist ja klar, dass diese Stoffe nicht wirklich gesundheitsfördernd sind. Das sollte eigentlich jedem bekannt sein. Aber das sind, glaube ich, mir fällt sogar noch ein Grund ein oder sogar noch zwei. Es ist teuer. Also wenn man jetzt wirklich krass stoffen will, ist es verdammt teuer. Diese Pros bezahlen locker $50.000 im Jahr nur fürs Stoffen. Und was war noch? Hatte ich gerade noch auf der Zunge.
Und meiner Meinung nach ist es schon ein bisschen Cheaten. Also wenn man ein normaler Sportler ist, dann zählt die Genetik, zählt die Ernährung, zählt das Training. Alles gut, ja. Aber wenn du Stoffer bist, dann kommt halt noch der Stoff dazu und eben wie viel Stoff du verträgst. Nicht jeder verträgt die gleichen Dosen. Der eine kann sich so viel Stoff reinziehen und hat keine Nebenwirkungen und der andere zieht sich halt viel weniger rein und kriegt übelste Pickel, keine Ahnung, hat übelste Probleme mit dem Herzen und sonstiges. Also wie gesagt, da kommt halt noch die Stoffvertrag-Genetics mit ins Spiel. Und mit solchen Sachen, das sind eigentlich mehr als genug Gründe. Mir würden auch mehr einfallen, aber das sind jetzt so aus dem Stegreif die Gründe, die mir einfallen, wie ich halt zu Stoffen stehe. Aber an sich, ich habe nichts gegen Stoffer. Ich habe auch einige Freunde, die stoffen, die es offen zugeben oder einfach nichts dazu sagen, wenn man sie fragt. Probleme habe ich mit den Leuten, die eben heucheln. Die sagen, hey, ich stoffe nicht, aber im Hintergrund schieben sie sich doch irgendwas rein und dann geben sie Tipps. Und wenn die Leute dann auch noch keine Ahnung vom Training haben, dann schaden sie der Jugend damit praktisch. Die klauen denen erstmal den Erfolg. Ja, erstmal den Erfolg klauen sie damit. Zweitens, der große Aspekt ist, die Leute werden nicht so krasse Resultate sehen, werden dann wahrscheinlich auch irgendwann stoffen. Und das ist dann auch wieder so ein Teufelskreis zwischen den Leuten, dann, die wieder Tipps geben und sonstiges. Aber ansonsten, ich habe persönlich nichts gegen Stoffer, das kann jeder machen, wie er will. Wie gesagt, ich habe auch sehr gute Freunde, die stoffen. Es macht einen nicht zu einem schlechteren oder besseren Menschen, wenn man jetzt natural oder nicht natural ist. Das ist kompletter Bullshit. Auf jeden Fall, das ist meine Meinung zum Stoffen. Und die andere Frage war, Werdegang außer Pumpenschule, Abschluss etc. Also ich habe ziemlich lange Fußball gespielt und ich habe eine Zeit lang Kampfsport gemacht. Ganz kurze Zeit habe ich sogar Leichtathletik gemacht, das war so mein sportlicher Werdegang. Und was mache ich so schulisch und sonstiges? Also ich habe Abitur und studiere an der RWTH in Aachen Maschinenbau. Falls es jemanden interessiert, das mache ich auch so hauptberuflich, könnte man sagen. Also ich bin halt Student. Ja, und das war's auch, glaube ich, schon. Wir haben jetzt schon über 12 Minuten abgedreht. Ich habe mich eigentlich beeilt, ich habe relativ schnell geredet, aber irgendwie ging die Zeit relativ schnell um. Auf jeden Fall, wenn euch das interessiert hat, wenn so ein Q&A was ist, was euch auch öfter interessieren würde, wenn ihr sagt, hey, ich will jede Woche ein Q&A, dann schreibt das in die Comments. Wenn die Resonanz super ist, dann werde ich einfach jede Woche so einen Beitrag eröffnen, wo ihr jedes Mal die Möglichkeit habt, Fragen zu stellen, abzustimmen, damit ich auch weiß, welche Fragen euch denn überhaupt interessieren. Wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch, abonniert den Channel, shared den mit der ganzen Welt, shared den mit euren Freunden, sonstiges. Ihr würdet mir einen großen Gefallen damit tun. Ansonsten wünsche ich euch noch, wie immer, einen extrem geilen Tag und wir sehen uns im nächsten Video. Peace out!